Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich lasse mir einreden, wie gesagt, dass ich Salzwasser nicht trinken kann, ist völlig klar. Dass ich vielleicht irgendeine Art von Vergiftung oder was kriege, wenn ich das normale Wasser hier lutsche, ja, würde ich auch noch irgendwo verstehen. Aber dass ich es halt überhaupt nicht trinken kann? Hä? Gibt es sowas wie ein Drying Rack? Stammlager, Knochenlager, Trockengestell. Sehr schön. Das würde ich hier hinstellen. Ja. Sieht gut aus. Wie viel brauchen wir noch? 8. Danke. Passt. Dann flup, 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 flup. Ah, das war's schon. Okay. Die kann man nicht trocknen. Passt. Es wird Abend, es wird Nacht. Dann hätte ich gesagt, kann ich jetzt jederzeit schlafen? Wir wechseln einfach die zwei Spielstände hier ab. Lass mal gucken. Jetzt habe ich ja wieder volle Energie, oder? Ja. Genau, jetzt habe ich auch Hunger. Die sind verdorben. Über Nacht. Ach so, weil ich einen dahin getan habe, sorry. Kann ich irgendwie alle essen? Nee. Oh, mal alles einpfeifen, damit die Energie nicht ganz so schnell runtergeht. Oh ja, tut das gut. Und das bringt Energie auch noch. Oh, herrlich. Bringen die auch Flüssigkeit? Ich glaube nicht, oder wenn, dann minimal, nicht wahr? Puh. Mühsam, mühsam. Mühsam, mühsam. Passt, die können noch trocknen. Das ist mir soweit ganz recht. Da ist doch wieder Chicory. Sehr schön. Spinnennetz. Du bist durstig. Du hast ganz was Neues. Ja, Spinne. Ja, ab an den Strand und mal ein bisschen Strand unsicher machen. Wir nehmen unseren Kumpel aber mit. Mitkommen. Dann lass mal gucken. Bin neugierig, ob hier auch das Holz nachwächst. Vielleicht habe ich es auch in den Einstellungen übersehen, dass man es irgendwo anschalten muss. Aber bis jetzt wäre es mir noch nicht so vorgekommen, als ob. Hier wäre eigentlich ein ganz guter Platz. Ich müsste dann auch mal wissen, wie es ist mit Tore machen in den Einzäunungen. Weil hier hättest du halt die Klippe direkt hinter dir. Jede Menge Bärchis. Da wird unser Freund nicht mitkommen, nehme ich an. Das heißt, du bist von einer Seite zumindest geschützt. Ich gucke jetzt hier nur gerade, ob es Sticky, nehmen wir immer mit. Ja, ob es hier Beeren gibt. Gegen den Durst. Und die nächste. Ach ja. Wenn man sonst keine Hobbys hat, dann futtert man halt erstmal eine halbe Stunde zum Frühstück Beeren. Da
damit die Energie nicht zu schnell runtergeht. Tatsächlich, er ist schon hier. Wow. Flotter Junge. Steine haben wir keine verbraucht. Von dem her kommt mir so vor wie im ersten Teil. Du brauchst selten Steine, aber wenn du Steine brauchst, dann 500 auf einmal. sehr schön. Und wir sind mal sitt und satt gleichzeitig. Einigermaßen. Die würde ich trotzdem noch gerne gleich mitnehmen, wenn wir schon dabei sind. Und dann kurzer Blick ins Inventar. Habe ich eigentlich... Zip, 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 zip. Ein neues Rezept. Steinpfeile, ja, das dachte ich mir. Aber von dem Hasen habe ich jetzt kein Fell oder sowas erhalten. Ist da vorne was? Sehe heute auch nicht so gut. Meine Nachtlinsen haben irgendwie den Dienst nicht ganz so getan, wie sie sollten. Holla die Waldfee. Passt. Damit sollten wir mal ein paar Minütchen... Oh Gott, hier gibt's genial viele Beeren. Nicht alles gleich wegknuspern, dann haben wir später noch was. Und vor allem können wir uns dann mal ein bisschen schneller bewegen. Ist ja auch viel wert, oder? Ist das nur irgendeine komische Struktur oder ist das irgendwas... Haie. Oder? Bäh. Orcas. Was bist du? Treibholz. Cool. Okay. Ein Sch... Oh, ein Seil. Nett. Aber warte mal, warte mal, warte mal. Heißt das nicht, zweimal Sticky, einmal Klebeband und wo ist das Seil, wo ist das Seil? TNT, nee, Seil, 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 hallo? Seil, Federn, wo ist, was? Handgefertigter Speer, handgefertigter Bogen, ein Seil, aber ich sehe das. Ah, hier. Seil nicht. Ja. Sehr schön. Den tun wir auf die 3. Danke. Und dann haben wir Steinpfeil, 2 Stickies, 4 Steine, 2x Federn. 2 Stickies. Ich nehme mal an, kleine Steine. 4 und 2 Federn. Gibt wie viele Pfeile? 4 Stück, oder? Ja. Sehr nice. Sehr nice. Oh yeah. Dann macht's auch wirklich Sinn, kleine Steine zu sammeln. Mhm. Hier kann man... Oh, Munition tauschen. Nach unten blicken und R. Ah, okay, Kohlefaserpfeil. Nee, den will ich sicher nicht verpulvern.
Stickies. Ich höre wieder Vögelchens. Mahlzeit. Essen. Schnipp, schnapp. Danke, Vögelchen. Und hier am Strand ist halt auch super vom Steinchen finden. Okidok. Hunger, Durst geht noch einigermaßen. Fische. Tote Fische. Was auch immer hier passiert ist. Mich würde jetzt aber echt interessieren, abgesehen von den Einheimischen. Dankeschön. Oh Gott. Kann ich den Pfeil wieder aufheben? Ich hoffe doch. Ja, kann ich. Sehr schön. Ah, shit. Das wird interessant mit den Pfeilen. Das wird interessant. Aber ein Stein, na toll. Machete. Okay. Nett. Cool. Kann man sicher brauchen. Lass was. Nee. Nette Betten. Kann ich die mitnehmen? Essen? Ramen. Sehr schön. Ja. Was? Ach, okay. Warte mal. Erstmal das hier einsammeln. Munition, ja. Kleine Steinchen. Oh, cool. Draht. Energy Drink. Oh Gott, ich liebe dich. Batterien. Okay. Schrotflintenaufsatz, okay. Cool, wir sind voll mit Medis. Auch nicht schlecht. Okay, der Ausflug hat sich schon mal rentiert. Dann würde ich hier speichern. Jo. Okidok. Aber irgendwie das mit der Wasserversorgung. Schon wieder 12 Uhr, der Tag vergeht viel zu schnell, Leute. Das ist ein normaler großer Stein. Warte mal. Zwei Stickies, vier Steinchen, zwei Federn, danke, flups, dankeschön, du bist durstig, hatten wir schon lange nicht mehr die Meldung, oder? Kelvin geht außen rum. Da vorne ist Besuch.
Ich habe eine Abmachung mit deinen Kollegen. Was hast du denn da Nettes in der Hand? Eine Sense? Okay. Aber wie sie dir halt wirklich nichts tun. Ist ja voll interessant. Ich hoffe nur, unserem Kev passiert da oben nichts. Das ist ein breiter Weg. Und vor allem, er muss ihn dann auch wieder zurückgehen. Okay. Das ist ein Eingeborenenlager. Da. Nö. Danke, ich gehe dann wieder. Ich will mit niemandem befeindet sein, bevor es nicht unbedingt sein muss. Okay. Jetzt wo Kev fast hier ist, gehe ich wieder zurück. Er wird mich hassen. Kann dem was passieren da oben? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage, oder? Schnauf, schnauf. Mal kurz ausrasten. So, er macht auch wieder kehrt. Aus da. Ernsthaft? Und zwar tonnenweise. Wie cool ist das denn? Gibt das auch Flüssigkeit? Nochmal gucken. Gibt halt fast kein Essen. Okay, hält sich in Grenzen. Okay. Damit wäre der Vorrat voll. Okay, okay, okay. Danke. Ach so, ich kann auch eigentlich hier knacken. Was haben wir denn da drin? Eine Folie. Nehme ich doch glatt mit. Die Medis bringen mir nichts. Gut. Unser Kumpel müsste auch bald kommen. Hier gab es doch Bärchis, oder? Irgendwo hier waren doch Bären. Wenn hier nicht, dann vorne bei der nächsten Grüninsel. Nein, hier auch nicht. Ja. Sehr schön. Wasservorräte wieder auffüllen. Hi, Kev. Schafgarbe. Mhm. Nett. Kein neues Rezept, schade. Bären. Geht jetzt nur mehr um den Durst. Energietechnisch haben wir ja schon verloren heute. Wäre interessant, ob du... Danke. Mal ein paar so auch mitnehmen.